Yacht ist auch vor kurzem erst wieder reingekommen. Eine Operation vor Favela. Und ich freue mich schon, Bereich sichern. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Dass Alibi weg ist, finde ich jetzt nicht so gut. Ich hatte noch keinen Plan, wen ich nehme, aber Bereich sichern. Bloß einen Raum, den wir verteidigen müssen. Nicht wie bei Bombe. Und hier geht's doch teilweise ganz schön eng zu. Auf Yacht, dann nehme ich doch Lesion. Ich bin echt mal gespannt, ob ich irgendwann sage, Vigil, du bist gar nicht so schlecht, wie ich dich immer gemacht habe. Ob der Moment irgendwann kommt. Da bin ich immer noch sehr, sehr skeptisch. Kontaktsplitter habe ich gesehen. Kontaktsplitter ist gut. Kontakt und Stacheldraht. Weil die Luken zu machen ist nicht verkehrt, das ist sogar besser. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich finde es interessant, dass Ubisoft es überarbeitet hat. Das Aussehen. Die haben komplett die Luken überarbeitet, die Verstärkung. Es bleiben noch 10 Sekunden. Sehen auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Die anderen wirkten aber etwas robuster, weil die massiver aussahen. Ach, da kommt gleich automatisch das Holz runter. So gute Außenkameras gibt es hier nicht und eine ist sogar schon kaputt. Toll. Aber die ist halt direkt bei uns. Ich habe Minen. Wird schon jemand reinlatschen? Ah, jetzt schiebt er sich wieder nach links, der Charakter. Wobei, es geht noch. Kann man zwar durchgucken, aber ich hoffe, die haben Glas nicht. Wird schon gut gehen. Also von außen wollen sie ja nicht ran. Das ist auch so eine Position, da finde ich es als Verteidiger und als Angreifer kacke, wenn da jemand von außen kommt. Beziehungsweise von der anderen Seite der Wand. Nicht direkt an der Tür. Da hinten werde ich noch eine Plätzchen, falls sie da hinten lang tanzen wollen. Ah, hier ist der Raum recht groß, also da kannst du die Minen nicht so gut verteilen, wie ich es ganz gerne hätte. Komplett zu, das überrascht mich. Aha, überlistet. Vielleicht soll ich Alibi etwas schützen. Nee. Also das Hologramm. Da ist noch komplett zu. Oder kommt jemand mit einem LMG an? Das ist Sophia. Möchte jemand reinkommen und die Minen mitnehmen? Die kommen eh nicht von außen an, dann mache ich hier mal mehr zu. Oh, die Minen sind noch ganz. So sehe ich am ehesten, wenn einer kaputt geht. Aber wenn die da gleich in die Ecke gehen, dann habe ich ein Problem. Das bekomme ich nicht sofort mit, weil die viel zu weit im Raum liegt. 3 gegen 2. Ash. Nein, die hat einen erwischt. Ich halte mich zurück. Wenn sie hier rein wollen und mich finden wollen, dann müssen sie auf jeden Fall die Mine mitnehmen. Wenn sie sie nicht kaputt machen. Die Kamera an der Ecke ist kaputt. Die im Treppenhaus. Dann könnte ich die eigentlich einzeln, oder sterbe ich bestimmt dabei. Aber noch ist keiner im Raum. Ich mach's. Geht schon schief. Hier ist gute Deckung. Das muss ich halt bloß so werfen, dass die halt keiner sofort kaputt machen kann. Und ich nicht sterbe. Scheiße. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Okay, jetzt ziehe ich mich zurück, das ist so riskant.
Hast einen Alumin Guns. Letzter verbleibender Gegner. Und was ein macht? Okay, er stirbt. Der Spritzenmann. So, viel Spaß beim durchs Minenfeld gehen. Es ist nicht Hakima, es ist Ash. Und die hat auch schon ein Ash-Geschoss erschossen. Was rollt hier an? Ich hoffe, die hat keine Drohne. Der Gegner soll reinkommen, hier sind ein paar Minen. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Soll sie doch den Stachel rausziehen, habe ich kein Problem mit. Die muss erstmal durch das Minenfeld. Ich werde ganz bestimmt nicht den Fehler machen und vorgehen. Jetzt kommt das Herzklopfen wieder, das habe ich schon so lange nicht mehr erlebt. Ich habe eigentlich den Vorteil auf meiner Seite. Ich kann eigentlich nur verlieren. Ja, ich habe nur was zu verlieren. Sie scheint keine Drohne mehr zu haben. Jetzt geht sie woanders lang, aber das ist zu. Oder sie geht über die Außenwand, aber dann bekomme ich es ja mit, wenn sie rausgeht. Und wenn sie rausgeht, hat sie sofort verloren. Gerade noch dran gedacht. Jetzt liegen die Minen aber blöd. Jetzt verliere ich. Nicht. Schwein gehabt. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. Puh. So. Herzklopfen kann wieder abnehmen. Ich hab's gewonnen. Ich hat die bessere Seite auf meiner Seite, nämlich die ganzen Minen. Aber Ash hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Keine Ahnung, wie ich da reagiert hätte. Wir führen 1-0 und sind jetzt Angreifer. Wenn die das jetzt wissen, was die gerade genervt hat, nämlich die Minen, dann machen die das vielleicht anders. Zwei gehen raus. Oh. Ich hoffe doch nicht wegen mir. Nee, so eingebildet bin ich nicht. Ibana ist schon weg, dann nehme ich Fuse. Ah, sowas mag ich. Ich mag solche aussichtslosen Runden. 1 gegen 5 oder 1 gegen 3 in Unterzahl. In starker Unterzahl, das heißt Minimum 2 Unterschied. Und ich mag solche 1 gegen 1 Situationen, zum Beispiel bei Bereich sichern. Es wäre lustig gewesen, wenn Ash am Ende durch so eine Mine gestorben wäre. Und Ubisoft lässt die wieder laden und bestimmt nicht mitspielen. Die beiden Neuankömmlinge, oder? Ja, doch, dürfen mitspielen. Gucken, ob sie Rekrut haben. Der erste geht schon wieder, weil er mitspielen darf. Bestimmt, weil er 1-0 zurückliegt. Hier ist überall noch sehr ruhig. Ja, die sind nicht hier auf dieser Etage. Ist das Casino? Nee. Moment, hier ging es ja auch. Ah, schade, ich wollte jetzt zur nächsten Ecke springen, aber konnte noch nicht. Aber immerhin kennen wir alle Gegner. Na, das schaffst du nicht mehr. So, schön nach hinten gehen, damit ich keinen Kopf erwische. Beim blinden Kamera abschießen. Das ist jetzt aber ungünstig. Es wird hier aufgemacht und ich bin auch nicht rum. Möchte ich hier reinfusen? Ich probiere mein Glück einfach.
Überlagern das Sound. Das wäre zu schön gewesen. Nein, Teamgerät, bestimmt eine Drohne. Der Gegner hat es einfacher rauszugucken als ich rein. Weil es drin dunkler ist. Gefällt mir gar nicht. Jetzt bin ich jetzt zwischen zwei offenen Fenstern. Halb offen. Da wird ein mobiler Schild aufgezogen. Das ist nicht Frau Frost. Aber es gibt Frau Frostmatten. Was war denn hier dahinter? War hier der Gang, die Treppe? Na, die Treppe. Scheiße. Sie war da. Oh, wir haben es noch gewonnen. Ein Schwein. 3-1 und ich latsch auch in so eine blöde Matte. Ich wollte gerade in die Ecke gucken, die hat sich da ganz hinten rechts versteckt. Und draußen habe ich es noch gesagt, Frau Frostmatte. Man sollte die Dinger da platzieren, auch da platzieren, wo man nicht mit rechnet. Da hat sich jemand was abgeguckt. Vielleicht. 2-0. Mal wieder Kessel spielen. Ich bin mal gespannt, wann und wie Kessel mal überarbeitet wird. Und wie man ihn überarbeitet. Alda, komm her, du. Hab dich schon lange nicht mehr gespielt, weil ich, wenn Alibi noch da war, immer Alibi vorgezogen habe. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgut. Gleiche Ecke, dann heißt es wieder oben zumachen. Mal gucken, ob sie diesmal von außen kommen. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Da darf aber kein Fuß mehr auf dem Holz stehen, wenn man hier den Hebel rumschiebt. Jetzt sieht man nicht, was der rechte Fuß macht, wo der steht. Das Holzknackgeräusch ist schon cool. So, auf jeden Fall an der Wand platzieren, wo man nicht von hinten durchschießen kann. Böses Auge eingesetzt. Die anderen beiden, vielleicht einen im Raum, ein böses Auge. Ich würde auch ganz gerne. Hier geht's nicht. Ich würde auch ganz gerne eins. Gut. Hier bei den Außenwänden einsetzen. Was nur noch. Das waren doch mal. Waren das nicht mal drei? Da muss ich nochmal in eins der ersten Videos gucken. Ich meine gerade, es waren mal drei. Oh, nee, verstärken kann ich nicht mehr. Hab einen gelinkt. Hier kann ich zwar nicht in den ganzen Raum schießen. Aber immerhin etwas einsehen. Ich glaube, die Dinger haben keine Maximalreichweite, oder? Geh da weg. War diese Kabeltrommel hier schon immer? Ich glaube, die geht nicht kaputt. Die Bücher hier oder die Ordner oder was das ist. Die kann man bestimmt zerschießen. Scheiße. Der ist links. Jetzt er rechts. Scheiße. Oh, weil ich mit diesen blöden Ordnern beschäftigt war. Scheiße. Ich nicht weggeguckt, wobei ich wäre eh geblendet worden. Wenn ich da an Ying letztens bei Freizeitpark denke. Ach, der war schon drin. Ich habe da unten gesehen. Was war denn da unten rechts? War das Bandit? Ach, da war ein Loch, der hat sich ein... Das habe ich also wahrgenommen. Ja, das habe ich
schon kommen sehen, dass sowas mal kommt. Mit den Schweißbrennern ein ganz kleines Loch. Aber ich hätte... Ich habe das so spät gemerkt, dass da irgendwas Auffälliges war. Oh. Das war der letzte. Man kann sich unten durchschieben. Wenn man zu dritt ist, kann man das durchaus machen. Einer muss im Liegen da unten an der Ecke klopfen, dann kann er sich da durchschieben. Ich muss das mal probieren, wenn ich mit ein paar Kollegen in Überzahl bin, in so einer Tür mit Montagne. Mal gucken, wann das sein wird. Vielleicht vor Folge 1000? Mal schauen. Und ich hoffe als nächstes auf Herefords. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.